Hallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu GTA Online. Heute machen wir wieder mal eine kleine Kauffolge, da wir in der vorletzten Folge den Human Labs Raubüberfall überstanden oder erfolgreich bestanden haben. Haben ein bisschen Kohle gemacht und ich habe jetzt insgesamt schon wieder fast 1 Million. Hey! Und ja, deswegen denke ich mir mal, müssen wir mal was kaufen. Und was ich mir jetzt kaufe, ist auf jeden Fall ein Auto. Und jetzt nicht den Progon oder so, das reicht ja sowieso nicht. Deswegen, ich hole mir den NTT erstmal wieder. Weil das ist ja sowieso meine Lieblingskarre gewesen. Und ich will den so unbedingt wieder haben. Und jetzt werde ich mir den endlich mal zurückholen. Weil das ist auf jeden Fall auch eine geile Karre. Und ich habe auch schon mir überlegt, beziehungsweise auch schon gelesen, dass im Endeffekt sind da gar keine großen Unterschiede, bis auf diesen Preis. Und ja, dann deswegen hole ich mir den jetzt auch erstmal. Wenn man später noch genug Kohle hat, kann man sich auch noch einen Progon kaufen und noch ein paar andere coole Karren. Ein paar kleine, billigere Karren werde ich mir auch noch holen. Aber jetzt erstmal den NTT. Und der war ja hier, ne? Legendary Motorsports. Wo ist er, mein Feiner? Komm ran. Ja, komm mal her. Da ist er. Overflowed NTT XF. 795.000 natürlich in. Ist das schon mein Renngelb? Ich glaube nicht. Aber egal. Bestellen. Ich drück drauf. Ping. Na, Moment. So, der Tornado macht erstmal einen Abflug. Tschüssi. Jawohl, 100, naja, knapp 180.000 haben wir jetzt noch, 176.000. Vielleicht reicht es ja auch noch, um das Ding hochzutunen. Aber erstmal müssen wir warten, bis die Karre in der Garage ankommt. In der Zeit können wir ja, also die Karre kommt noch weg. Ich fand die ja immer ganz cool. Ja, der bleibt auf jeden Fall, das ist der GTR. Das ist schon eine Legende, die Karre. Jetzt schon. Ja, die Karre bleibt auch. Der bleibt auch, der ist doch mega. Ich finde den richtig mega. Der auch, weil der einfach nur mega aussieht. Lässt sich auch ganz gut fahren. Gibt natürlich auch bessere Karren. Ist auch nur ein Sportwagen. Kein Supersportwagen. Die Karre bleibt auf jeden Fall auch drin. Der Kuruma natürlich auch. Und die beiden da hinten auch erstmal vielleicht. Ne, die bleiben erstmal. Ich wollte noch umfärben. Also ich habe mir überlegt, ob ich mir einfach alle Karren in der gleichen Farbe färbe. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber ne. Alles halt einfach mal in Gelb. Ich weiß aber noch nicht, welches Gelb. Ob ich das Gelb nehmen soll oder das Gelb. Das ist ein bisschen zu knallig, wa? Muss man überschauen. Das ist ja auch irgendwie gar kein Gelb. Das ist ja so ein bisschen mehr ins Orange, ne? So, wo ist meine Karre? Ist die jetzt da? Meine Karre? Oh, Legendary Motorsports. Wieder nicht auf Lager gehabt, ne? Müssen wir erstmal wieder produzieren lassen und da müssen wir 3 Jahre Lieferzeit. Oh, der hat sogar einen Haken vorne. Wäre cool, wenn man den als Abschlepper noch nutzen könnte. Ach, wie komme ich nicht durch? Wir sind zu groß. Na, kommt jetzt Legendary Motorsports. Ich möchte jetzt endlich meinen NTT haben. Und er wird gleich hier ganz vorne stehen. Wie geil, ne? Direkt griffbereit. Kann ich mir richtig schön vorstellen. Fein, fein. Gut, haben wir jetzt eigentlich eine SMS bekommen? Immer noch nicht. Was ist denn hier los? Alter, gleich kommt Beschwerdebrief. Oh, ne? Wenn sie Beschwerde hören, zack. Jo. Oh, da ist er. Oh. Lass dich mal anfassen. Fein. Oh, Leute. Ich habe ihn endlich wieder zurück. Gut, jetzt müssen wir da nur was reinstecken. Und er ist doch fast wie der Alte. Oh, wie geil. Okay, Felgen werde ich mir natürlich noch nicht leisten können und so, aber erstmal wichtigste ganze Motortuning und so. Und Kennzeichen. Ach, apropos, ich müsste da mal eine Lieferung machen. Ich habe das jetzt mit iFood endlich hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hinbekommen. Müsste dann mal irgendwie nächstes Mal. Oh, Lester. Nee, ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt meine Titty bekommen und jetzt alles egal. Oh, wie der sich schon fahren lässt, ne? Ungetuned, das ist einfach nur geil. Ja, ich hätte eigentlich abbiegen müssen, aber ich bin schon wieder sowas. Oh, schön. Oh, zack, wie ein Brett. Und der Sound. Na, rein da. Hallöchen, ich bin wieder da. Oh, na, der war nicht so geil. Oh, oh,
nicht kaputt machen. Ist noch kein Kratzer drin, Leute. Noch kein Kratzer bis jetzt, oder? Ich hab's gar nicht mitbekommen nebenbei. Gut, und keine Sorge, das wird nicht wieder so ein endloses, oh, was soll ich kaufen und bla bla bla. Vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Panzerung. Bam, bam, bam. Schon mal, meiste Kohle weg. Bremse brauche ich jetzt erstmal nicht. Karosserie. Jop, das brauchen wir. Heckdiffuser, natürlich. Motor, voll. Alles klar, jetzt muss ich mal drauf achten. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Getriebe. Oh, bin ich schon dran vorbei? Ne, das Getriebe und Turbo muss auf jeden Fall rein. Renngetriebe. Turbo. Bam! Wir sind arm. Krass. Nein, ich kann mir doch nicht mal schussige Reifen kaufen. Okay, Leute, wir müssen wieder... wir müssen wieder Banküberfälle machen. Ich kann doch nicht mal Vorbereitung zahlen. Ist das dreierig. Aber egal, Hauptsache ich hab die Karre. Jetzt lebe ich auf der Straße, kann meine Wohnung nicht mehr finanzieren. Naja, okay, dann sitzen da hinten, klappen ist auch schlecht. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin in der Karre, wenn nicht legen wir uns einfach aufs Dach oder auf die Motorhaube. Oh ja, ist auch so kurz. Oh nein, was machen wir jetzt? Ah, es gibt genug Bänke in Los Santos. Oh, wie krass. Gut, ich habe ihn endlich wieder. Auch wenn ich ihn jetzt nicht voll auftunen konnte, beziehungsweise so tun konnte, wie ich das jetzt haben wollte. Das reicht mir jetzt erstmal aus, dass da, ja, dass der Motor, das Getriebe und so drin ist. Ärgern tut es mich ein bisschen, dass ich die kugelsicheren Reifen jetzt nicht oder schusssicheren Reifen nicht mit reinmachen konnte. Oh, oh, oh. Bäm, erster Kratzer, Leute. Hier, guck mal, was ich für ein Auto hab. Wow, da gibt's Salads und Wraps. Wow, wow. Ich will noch mal ein bisschen hier rumheizen. Und dann wieder zurück in die Garage. So ein bisschen einfahren das Auto, ne? Wow. Als ob der auf der Straße kleben würde. Hammergeil. Ist. Ich sehe schon wieder gar nichts. Wo ist mein Haus? Ach, ein Stück weiter. Boah. Oh, Bremse, Bremse, Bremse. Bremsen. Bremsen sind gut. Alles stopp. Was ist da? Geht ja tödliche Lieferung mit heran. Mach mal als. Ach, Capture. Eine neue Capture. Mission. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht machen wir das auch mal. Ich wollte sowieso dann demnächst erstmal... Eigentlich brauche ich jetzt Kohle. Das ist wieder... Oh, jetzt ist schon wieder so ein Mist. Ja, ich mache auf jeden Fall nebenbei Kohle. Also nee, ich mache Kohle und ich mache nebenbei dann ein paar Deathmatches und sowas. Weil ich habe voll Bock, da mal wieder ein bisschen rumzuballern und so. Das macht richtig Spaß, ne? Da habe ich richtig Lust drauf. Und vielleicht machen wir das ja sogar in der nächsten Folge, weil die Folge ist jetzt am Ende angekommen. Es war nur eine kleine Folge, wo ich halt einfach mal den Entity kaufen wollte. Ihr habt ja auch gemerkt, ich war ja ganz alleine diesmal am Start in der Lobby. Die Lobby ist sogar tot. Nur Hahnbuch 9001, 8175 ist mit am Start. Hi. Und ja, ich wollte mir einfach erstmal die Karre kaufen und in der nächsten Folge geht es dann ganz normal weiter. Die wird dann auch wieder länger und lasst euch dann einfach mal überraschen, was dann passiert. Ne? Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!